Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Jetzt hat wieder der Ramadan angefangen, also der Fastenmonat, und ich habe heute ein richtig tolles Dessert für euch, was ihr abends zum Fastenbrechen oder eben nach dem Fastenbrechen essen könnt. Und zwar ist das ein Schokokuchen und auf Türkisch heißt der Arlayan Pasta, also wortwörtlich übersetzt der weinende Kuchen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum weint dieser Kuchen, aber ich denke, der Kuchen heißt so, weil er mit einer leckeren Schokosoße übergossen wird und die kleinen Näschen, die da so runtertropfen, sehen eben aus wie Tränen. Ich würde ja fast behaupten, man muss weinen, weil der Kuchen einfach so lecker schmeckt. Ich zeige euch mal, wie der aufgebaut ist. Also man hat einen ganz normalen Schokoteig. Im Inneren habe ich eine Puddingschicht und zwar heißt es auf Türkisch Muhallebi und oben drüber die Schokosoße. Normalerweise backt man das Ganze so, dass man eine Schicht Schokokuchen hat, darüber die Muhallebi, also die Puddingschicht und dann die Schokosoße. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich mache was Besonderes draus und nehme meine Überraschungsbackform. Die kennt ihr auch schon in rund und die habe ich auch in eckig. Und zwar sind es zwei Teile, einmal ein normales Backblech mit Wellenmuster und einmal ein Backblech mit Wellenmuster und mit diesen Vertiefungen. Und diese Vertiefungen eignen sich hervorragend zum Befüllen und da habe ich eben auch diese Muhallebi-Füllung mit dabei. Falls ihr diese Backform nicht habt, ist es gar nicht schlimm, dann backt den Kuchen einfach in einem ganz normalen Backblech oder zum Beispiel in einem eckigen Backrahmen. Ich finde es halt so ganz süß, weil wenn man den Kuchen angabelt, dann hat man im Inneren einfach diese süße Schicht und es sieht echt super hübsch aus. Vor allem mit Erdbeeren passt es wirklich hervorragend in die Saison und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt einmal mit dem Schokoteig und ich zeige euch die Zutaten. Für den Kuchenteig brauche ich 4 Eier, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 200 Gramm Zucker, jeweils 200 Milliliter Milch oder Buttermilch. Hier habe ich noch 200 Milliliter Öl, ein Päckchen Backpulver, 50 Gramm Kakaopulver und 250 Gramm Mehl. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Eier, wie bei einem Rührölteig, und gebe die in eine große Schüssel. Das Ganze könnt ihr jetzt mit dem Handrührgerät oder auch mit der Küchenmaschine zubereiten. Da kommt Vanilleextrakt mit rein, eine Prise Salz und der Zucker. Und die Mischung wird dann für etwa 4 bis 5 Minuten cremig verrührt. Wenn die Eiermasse dann schön cremig ist, so wie hier, kommen jetzt die Flüssigkeiten mit dazu. Ihr könnt jetzt normale Milch verwenden, so ist es natürlich auch im original türkischen Rezept. Ich nehme ganz gerne Buttermilch in meinen Rührölteigen, weil dann der Teig einfach ein bisschen saftiger wird. Und dadurch erspare ich mir später zum Beispiel das Übergießen des Kuchens mit Milch, denn das macht man in türkischen Rezepten oft so, einfach damit der Kuchen noch mal saftiger wird und so habe ich eben den schönen saftigen Buttermilchteig. Als nächstes kann ich jetzt die trockenen Zutaten dazu sieben, also Mehl, Kakao und Backpulver. Die werden jetzt auch kurz eingerührt. Den Teig fülle ich jetzt in meine Backform ein. Die habe ich bereits gefettet und auch bemehlt, damit der Kuchen später einfach wieder ganz leicht rauskommt. Ich habe jetzt hier die einfache Menge zubereitet und die gleiche Menge werde ich nochmal zubereiten, um dann das zweite Blech zu backen. Und so kommt der Teig jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 bis 25 Minuten. Beide Kuchenteige dürfen nach dem Backen etwa 10 Minuten abkühlen. Das ist auch ganz wichtig und vor allem ist auch sehr wichtig, dass die Backzeit von 25 Minuten eingehalten wird, denn ansonsten ist der Kuchenteig noch ein bisschen zu feucht. Jetzt werde ich ihn rausstürzen, damit jetzt der Kuchen aber nicht an dem Tuch klebt. Könnt ihr jetzt zum Beispiel Zucker drüber streuen, damit das Ganze aber nicht zu süß wird, nehme ich einfach ein bisschen Bäckerstärke, leicht bepudern. Aber wie gesagt, Zucker könnt ihr auch nehmen. Dann ein sauberes Geschirrtuch drauf und ein Abkühlgitter und jetzt den Kuchen rausstürzen. Am besten ganz kurz auf eine Arbeitsplatte gehen, nicht auf dem Herd.
Da hat es jetzt doch ein bisschen geklebt, aber das ist gar nicht schlimm. Den Teig werde ich jetzt abdecken und dann einfach ruhen lassen, bis er komplett abgekühlt ist. Und während der Kuchen abkühlt, kann ich schon mal die Füllung zubereiten. Und zwar kommt da eine Art Pudding rein, ein Vanillepudding. Auf Türkisch heißt das Ganze Muhallebi. Und die Milch wird einfach gebunden mit etwas Stärke und auch Reisstärke, was ganz typisch für die türkische Küche ist. Und hier vorne zeige ich euch mal die Zutaten. Für das Muhallebi brauche ich 800 ml Milch, 50 Gramm Zucker, 60 Gramm Stärke, das ist jetzt Maisstärke, einen Esslöffel Reisstärke und etwas Vanilleextrakt. Jetzt nehme ich die Milch und der größte Teil der Milch kommt jetzt in einen Topf. Und dann kann ich den Herd auch schon mal anstellen, damit die Milch aufkocht. Auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht überkocht. Und einen Teil der Milch verrühre ich jetzt mit der Stärke. Das heißt, ich habe jetzt hier die Maisstärke und da kommt noch die Reisstärke dazu. Und die ist wirklich ganz typisch für die türkische Küche. Da kommt die restliche Milch mit rein. Und dann kann ich das schon mal glatt rühren. Zur Milch im Topf gebe ich jetzt noch den Zucker mit rein und auch Vanilleextrakt. Und da könnt ihr jetzt auch gerne 1 bis 2 Teelöffel nehmen. Das Ganze soll wirklich intensiv nach Vanille schmecken. Und sobald die Milch kocht, nehme ich sie auch sofort vom Herd herunter, damit sie nicht überkocht. Rühre hier die Stärkemischung ein. Und dann kommt der Topf gleich wieder auf den Herd drauf und ich lasse die Mischung dann nur noch kurz aufkochen. Und jetzt erkennt ihr vielleicht schon, dass die Konsistenz auch ein bisschen anders ist und vor allem riecht das Muhallebi richtig lecker, so ein bisschen nach Milchreis. Kommt wahrscheinlich durch die Reisstärke. So, es wird auch super schnell fest. Damit es schneller abkühlt, fülle ich das jetzt hier um. Und damit sich keine Haut auf der Oberfläche bildet, werde ich das Ganze jetzt mit Frischhaltefolie abdecken und dann abkühlen lassen. Beide Kuchenhälften sind jetzt abgekühlt und der Pudding, der ist noch so ein bisschen lauwarm, aber das ist auch völlig okay so. Jetzt nehme ich die Folie weg und kann das Ganze jetzt mit dem Schneebesen noch ein bisschen glatt rühren. Und wer keine Muhallebi-Füllung machen möchte, kann zum Beispiel auch eine Sahnecreme reinfüllen. Dann ist es natürlich nicht mehr original türkisch, aber schmeckt natürlich auch sehr gut und vor allem erfrischend. Die Masse fülle ich jetzt in einen Spritzbeutel, da habe ich eine Lochtülle vorne drin. Ihr könnt es auch mit dem Löffel hier einfüllen, aber mit dem Spritzbeutel kann ich ein bisschen sauberer arbeiten. Und jetzt kann ich die Vertiefungen damit befüllen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was mache ich denn, wenn ich keine Überraschungsbackform habe? Dann macht ihr es ganz typisch, wie eben das Rezept normalerweise gehört. Ihr backt den Kuchen ganz normal in einem Backblech und die Füllung, also diese ja, cremige Füllung, die kommt dann einfach oben drauf. Also als Belag und nicht als Füllung. Aber weil ich das jetzt hier so süß fand, mache ich es eben hier rein. Ein bisschen was habe ich jetzt noch übrig, das werde ich einfach in Dessertgläser füllen und später mit Erdbeeren servieren. Und jetzt kommt der Deckel dran. Und zwar nehme ich jetzt die Seite, wo ich vorhin ein bisschen was abgerissen habe, nehme es als Unterseite, das heißt, ich stürze das jetzt auf einen Tortenretter. Und habe jetzt eine schöne glatte Seite oben. Und das kann ich jetzt mit Hilfe des Tortenretters hier draufsetzen. Jetzt ist die Füllung versteckt. Der Kuchen muss jetzt in den Kühlschrank für etwa 1 Stunde und nach dieser Stunde werde ich den Schokoguss zubereiten und dann kann nämlich schon serviert werden. Der Kuchen ist jetzt gut abgekühlt und jetzt werde ich den Schokoguss zubereiten. Der kommt nämlich oben drauf und der ist auch das Besondere an dem Kuchen. Ich zeige euch mal die Zutaten. Für den Schokoladenguss brauche ich insgesamt 200 ml Flüssigkeit. Ich habe jetzt hier 2 Espresso, das sind 80 ml und den Rest fülle ich mit 120 ml Milch auf, 80 Gramm Puderzucker, 20 Gramm Kakaopulver und 100 Gramm Herrenschokolade. Jetzt nehme ich zuerst einmal die beiden Flüssigkeiten, die kommen in den Topf und falls ihr keinen Espresso mögt, lasst ihn einfach weg und nehmt 200 ml pure Milch. Da kommt jetzt Puderzucker mit dazu und Kakao. Und jetzt muss die Mischung einmal aufgekocht werden. Die Mischung lasse ich jetzt ganz kurz kochen, sodass sie wirklich sprudelnd kocht.
Jetzt kann ich den Herd ausmachen und dann noch die Schokolade einrühren. Die Soße ist jetzt gut verrührt, die lasse ich jetzt abkühlen und werde sie dann auch gleich umfüllen. Und dann kann ich sie kurz vor dem Servieren über die Tortenstücke gießen. Das heißt, ich werde jetzt den Kuchen aus dem Kühlschrank holen und Kuchenstücke schneiden, aber natürlich so, dass ich zwischen den Wellen schneide und somit die Überraschungsfüllung innen bleibt und man sie so nicht sieht. Die sieht man dann nämlich erst später, wenn der Gast oder derjenige, der das eben isst, auch angab. Hier ist also das fertige Tortenstück und ich muss sagen, also wer das sieht und wem nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, da stimmt irgendwas nicht, denn es sieht super lecker aus. Hier habe ich noch die eine Portion Mohanlevim, also ich habe zwei Portionen noch rausbekommen. Die könnt ihr natürlich auch gerne mit Schokosauce übergießen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt es aber auch pur genießen und dann einfach auch Erdbeeren drauflegen. Voll lecker. Ich zeige euch mal einmal die Konsistenz. Denn das wurde jetzt im Kühlschrank ein bisschen fester. Also es ist schon stichfest geworden und schmeckt wirklich ganz toll nach Vanille. Und ich würde sagen, weil Murat nicht da ist zum Probieren, dürft ihr alle probieren. Ganz gemeinschaftlich. Und ich muss auch dazu sagen, das ist eine riesengroße Menge. Das heißt, falls ihr die Überraschungsbackform nicht habt und nicht eben diesen Doppeldecker backen wollt, dann macht einfach nur die einfache Menge an Teig und dann reicht die Creme und die Schokosauce auf jeden Fall auch aus. So haben wir halt 24 Kuchenstücke und die sind wirklich so groß und sehr mächtig. Okay, auf drei. 1, 2, 3. Einer liegt da. Guck da! Hast du schon fallen lassen? Da ist Füllung. Aha, da ist die ganze Füllung. Und wie schmeckt's euch? Sehr gut. Super. Gut? Sehr schokoladig. Und vor allem, finde ich, schmeckt man den Espresso raus. Mhm. Das ist natürlich der Sally-Spezial-Effekt oder der Sally-Spezial-Bonus. Denn normalerweise kommt da kein Espresso mit rein. Aber ich finde, das ist nochmal so ein Geschmacksträger und passt wirklich super. Auch zu den Erdbeeren und zu der Mohanlevi-Füllung. Falls ihr dieses Rezept also auch nachmachen wollt, geht auf meinen Blog auf sallys-blog.de, schaut es euch an und macht es auf jeden Fall nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir werden es wahrscheinlich jetzt noch zu viert genießen. Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!